Hoi zusammen, ich bin der GameRocker und ist es nicht schön, wir haben die Schweiz endlich vereint. Hier mit unserer vierten Landessprache sind wir jetzt endlich einmal, ja, so wie es sich gehört, da, so schön rundum, alles Schweiz. Jetzt geht es nur noch darum, da, die bösen Tyrannen. Rauszuschmeissen aus Melbourne und eigentlich auch aus Quebec, weil das ist auch österreichisch, was? Wenn hat Quebec zu Österreich gehört, das glaube ich ja gar nicht. Das ist ja jetzt römisch. Okay. Aber mit den Römern kommt man gerade in Sinn. Da haben wir ja noch eine Rechnung offen. Ja, das sitzt so tief in unseren Gen inne. Weil vor Jahrhunderten, wenn nicht sogar vor Jahrtausenden, haben uns die Römer nämlich den Krieg erklärt und für das werden wir uns noch bitter rächen. Aber zuerst muss das noch sein. Ja, der Husten auch. Wir müssen noch eine Politik führen, sehe ich gerade. Cheers. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Was haben wir da? Kaserne, Waffenkammer, Blitzkrieg, wow, grosse Gewandsrende, 50 Gründe, das klingt doch gut, eigentlich sollte ich das nehmen. Gepanzerte Einheiten haben mehr, oder Unterhaltskosten, da haben wir doch das letzte Mal gewährleistet, was wir werden machen. Vielleicht hast du einen Kommentar dazu abgegeben, Terminator Phil oder jemand anders. Ich kann es leider nicht lesen, weil die letzte Folge, die du gesehen hast, kommt erst morgen raus und ich bin eben gestern dran, die neuen Folgen schon aufzunehmen, wenn du rausgekommen bist. Und mache jetzt einfach Blitzkrieg. Nein, mache ich nicht. Ich mache Nationalismus, weil wir sind nationalistisch unterwegs. So, mit unserer besten Armee vor Welt. Schau mal, wir sind zufrieden. Öffentliche Meinung ist nicht wichtig. Nächste Runde. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Da müssen wir aufräumen, eindeutig. Wo ist ein Gegner in der Nähe? Was? Weil einer so schwach nach mir... Hey, du wagst es, mich so zu beleidigen? Hey, Altfritte, mein Lieber. Du wirst noch dein blaue Wunder erleben. Hast du eigentlich Flugzeug? Sehe ich das da gar nicht. Mist, vielleicht hast du sie da unten. Da sehe ich auch keine. Gut, dann sind wir ja gross glücklich und zufrieden und froh, weil ich habe festgestellt, die kleinen Flugzeuge, die sind also noch heftig. So, also, du gehst hier dich gerade noch schnell heilen, einfach, dass du dich noch geheilt hast. Ich bin eben nicht so ganz sicher, was da alles läuft. Was ich mit euch vorgehabt habe, da tun wir... Wow! Vielleicht mal schnell einfach hier reinstehen, um zu schauen, was du da sonst noch so hast. Hey, das ist aber gar nicht gut. Da kommt noch ein U-Boot her, ich sag dir's. Mit dem fahre ich mal hier raus. Und, der Speer, der schaut da ja in die Weltgeschichte raus, weil da, vielleicht genau da, liegt der Kenntnis. Und bis du die gefunden hast, bleibst du da. Ganz einfach. So, du gehst go reparieren, weil das ist nötig, wobei ich bin da noch 12 Runden lang im Widerstand, von dem her gesehen. Ja, was haben wir da gedacht? Wie gehen wir vor? Wir müssen bombardieren, das heisst, ich brauche dich von da kann ich schiessen oder von da, da kommst du da rauf. Da haben wir doch noch einen zweiten, da, dich, mit dir habe ich eben da eine Welle, kann ich aber nicht. Dann gehst du zuerst einmal da hin. Und wieso kannst du jetzt nicht da hin? Du solltest eigentlich dort hinkommen. Also gehst du in dem Fall mit dir den Platz hier tauschen. Dann kannst du hier nämlich heilen. Wunderbar. Und mit dir komme ich, ich würde sagen, volle Kraft voraus, oder? Ich habe ja genügend Leute. Das reicht schon. Da haben wir eine Karawane. Was machen wir denn mit dieser Karawane? Du bist auf Baden gegangen. Alright, Zufriedenheit haben wir eigentlich genügend, wenn wir noch ein bisschen wachsen, wobei wir sind schon bis 36, eigentlich müssten wir hinschauen, dass Giasso noch ein bisschen wächst. Oder Wien, wir könnten auch auf Wien 6 Produktion bringen,
dann nützt mir das aber 12 Runden lang rein gar nichts. Also lassen wir das. Komm, wir schicken dich in dem Fall auf Gyasso. Gyasso soll noch ein bisschen wachsen. Ja, das ist okay. Geld habe ich genügend, brauche ich also auch nicht unbedingt. Du kommst mal hier rauf. Ja, da finde ich all right und befestigst dich. So, dann, der. Das war wahrscheinlich der gewesen. Ja, nein, schau, er ist von hier rüber. Aber weißt du was, du gehst gerade weg. So, tschüss. Dann haben wir ein Problem weniger. Kannst du da drauf schiessen? Nein, weil du bist ja ein blöder Zerstörer und kein Schlachtschiff. Aber vielleicht hat es ja noch jemand anders noch Schiffe rum. Gehen wir mal schauen, hier unten vor allem. In Richtung Sidon könnte sie noch etwas haben. Ja, schau tatsächlich. Jetzt legt mir das gerade nicht. Mist, ich komme da gerade nicht hin. Schade. Los hier, du spielst Kanonenfutter und kommst hier hin. Die brauche ich nämlich eh nicht. Dann Kubi, du bleibst auch dort. Wie komme ich mit dem Zerstörer? Komme ich nicht bis da hin? Schade, dann kommst du auch bis da hin. Gut, wähle eine Produktion. Ich könnte Jäger machen. Oder Artillerie. Oh, geile Sache. Wie wäre es aber noch mit einer Kaserne? Oder? Kann ich die nicht kaufen? Mal könnte ich. Ich hätte Geld. Aber das Geld brauche ich für anders. Ich weiss, weil ich bin ja eigentlich auf der Diplomatie-Sieg aus. So. Wenn ich nicht nationalistisch drauf wäre. Komm, ich mach mal so einen verdammten Jäger. Das ist doch cool. Dann können wir schauen, wo wir weiter wollen. Richtung Raketentechnik. Ja, wieso nicht? Ich mache aber zuerst die verbundenen Fahrzeuge. Zu uns bleibt der Gastgeber. Ja, 18 haben für mich gestimmt. Okay, das haben wir ja gut gemacht. Ich bin glaube gar nicht so schlecht. Ja, okay, nächste Runde. Du bist dort, kannst reparieren. Super, gehen wir erst jetzt in die nächste Runde und schauen, was der Gusti meint. Irgendjemand hat mich wieder bombardiert. Egal, wir nehmen noch einen Schluck von unserer frischen Quelle, um uns aufmuntern. Oh, und ich sehe gerade, ich habe eigentlich ganz, ganz viel Edelsteine, die ich jemandem verkaufen könnte. Zum Beispiel dir, Gusti. Aber dir gebe ich es nicht. Aber du könntest doch sicher ein paar Edelsteine brauchen. Du doch sicher auch. Perlen habe ich auch so viel. Mein Gott. Weißt du was, das müssen wir gerade mal schnell machen. Wieso ist eigentlich der Gusti vor mir mit 31 Punkten voraus? Das gibt es doch gar nicht. Komm, wir handeln nochmal. Packa, ist mir du... Baumwolle für... du hast gar nichts von dem. Okay, aber vielleicht gibst du mir ja einfach so Baumwolle, sagen wir für 8 Stutz. Einfach, wie ich sie will haben. Das ist nicht einmal so angenehm. Komm, leck mir. Dann gehen wir zum nächsten. Tschüss. Wie sieht es bei dir aus? Hast denn du Interesse an... dir Edelstein, sehr gut. Gibst mir du dafür Zucker? Skillen. Für das könnten wir uns einladen, das ist völlig inakzeptabel. Ich ziehe reich, sag Kiff. Jetzt willst du noch Geld von mir dafür. Also ich gebe dir noch 1 Gold pro Runde. Nicht zu annehmen, das heisst, es muss 4 geben. Also, dann gebe ich dir 6. Mehr, 8. Aber das ist mein letztes Angebot. Also, Shima, cool. Tschüss, dann gehen wir zum nächsten. Wie sieht es bei dir aus? Hast du vielleicht Interesse nichts, hä? Ein bisschen Eisen könntest du haben oder Aluminium. Willst du eigentlich Aluminium, weil du machst so viel Gold? Komm, ich gebe dir 1 Aluminium. Was gibst du mir dafür? 5 Gold und 1 Gold pro Runde. Komm, wir machen es anders. Das Gold kannst du behalten. Dann gibst du mir dafür 2 Gold pro Runde. Bin ich völlig einverstanden damit? Nein. Nein? Hey, redest du jetzt Schweizerdeutsch auf Englisch? Ich sage jetzt nicht so etwas. Okay, also, dann gibst du mir halt 1 Gold, aber 7 Gold. Nein. Schon wieder nein? Dann verpisset euch doch, wenn ihr nicht wollt, habt ihr gehabt. Mit dir handle ich nicht, weil ich mit dir bin ich im Krieg. Wo ist jetzt der Frachter hin? Nein. Habe ich ihn jetzt verpasst? Da ist er gut. Dann kann ich ihn ja hier plündern und ein bisschen Geld machen. Weil Geld brauche ich. Dann kannst du aber wieder hier vorkommen, einfach weil ich könnte ja brauchen. Du gehst in die Stellung und schiessest da drauf, wollte ich sagen. Mist, du gehst nicht in die Stellung. Warte, dann eins führen in dem Fall. Kannst aber du kannst aber schiessen, oder? Ja, schiess drauf. So wollte ich das sehen. Hast du das repariert? Sehr gut. Dann repariert zuerst noch das.
Und dann können wir hier mal schauen, was denn hier oben so abgeht. Da haben wir ein Arbeitsboot. Was will ich mit dem Arbeitsboot? Irgendetwas nicht. Ah, da, Krabben! Geht. Wow! Hallihallo! 1, 2, 3, 4 mal Artillerie, 5 mal Artillerie. Was habt ihr vor? Ah, warte, da wollte ich doch etwas machen. Zeig mal schnell, wie viel? 8? Ja, komm. Da machen wir gerade schnell ein Geschenk von, sagen wir, 500 Stutz, das ist okay. Tschüss. Dann wählen wir eine neue Produktion. Flughafen wäre gut, schön zu haben, aber ich bin glaube mal noch für so ein Schlachtschiff. Weil da, wenn ich da so schaue, werde ich das dort brauchen. Dort ist immer noch auf der Suche nach der Erkenntnis. Ihr alle bleibt. Was heißt du mir? Packst du mit der Gegend geblieben? Das ist mir egal. Kusil, genau, Kusil hat den Krieg erklärt. Weiter geht's. Archäologie wählen. Ah, sehr gut, sehr gut. Wir nehmen Artefakt oder ein Wahrzeichen. 1, 2, 3. Ja, es reicht nicht. Du bist hier am Arsch der Welt. Komm, wir nehmen das österreichische Artefakt. Was ist es eigentlich? Artefakt, irgendetwas, wo aussieht wie Sphinx. Ja, ah, da sehe ich es. Perlen. Ja, ja, komm, wir nehmen österreichische Perlen. Die will und braucht ja die Maria nicht mehr. So, nächste Runde. Dann schauen wir wieder, was unser Gusti rumbröseln. Oh, da habe ich ein Flugabwehrgeschütz. Ei, caramba. Mir fehlt aber Artillerie. Wieso baue ich denn nie eine Artillerie? Wieso habe ich hier einen Jäger gebaut und keine Artillerie? Schlecht. Schau mal, was sich hier anbahnt. Aber ich habe keine Angst, weil ich kann dir jetzt gerade zeigen, wieso. Sobald das Bitte warten vorbei ist. Gut, jetzt schau mal, wir sind auf dem vierten Platz. Der Römer hat nur ein bisschen mehr wie mir. Und wieso ist der Österreicher recht plötzlich auf dem letzten Platz? Das soll mir mal jemand erklären. Gut, nein, so viel Ziffer stehe ich noch. Du bist immer noch nach der Suche von der Erkenntnis. Dann gehen wir hier mal rein. Was kann man hier noch reparieren? Das hier. Gut, dann reparier das. Kommst jetzt du da, kannst jetzt du da drauf schiessen? Ja, und du kannst jetzt doch sicher auch da drauf schiessen. Ja, die zwei Kanonen längen ja längstens. Komm, mach mal einen auf Pause. Ich könnte jetzt hier noch angreifen, aber ja, machen wir. Trotzdem, ist egal. So, dann haben wir hier U-Boot. Gehen wir mal in die Richtung und schauen, was es dort noch hat. Flugabwehrgeschütz machen wir auf offenem Feld. Und ich setze dich mal hier vorne. Ich würde mal sagen, ja, bis vorne, ja, sicher schon. Dann da, wow, hey, ich weiß ja nicht, was ihr vorhabt, aber ich bin schon ein bisschen beeindruckt. Ganz, ganz ehrlich. Du bleibst, Lancier bleibt. Produktion wählen in, wo auch sonst, als in Baden. Da haben wir noch keine Stallungen. Wieso haben wir da keine Stallungen? Weil sie uns nichts bringen. Wir haben ein Ross. Und that's it. Aber komm, für eine Runde, ich meine, das ist ja nichts. Aber ich müsste ja noch ein bisschen Artillerie haben. Oh, Bomber. Nein. Aber komm, ich wollte jetzt sehr schnell einfach die Stallungen machen, dass wir die haben. Weil das geht ja nur eine Runde. Österreich hat Runde denunziert, das ist mir egal. Du bist im Atomzeitalter, Brüssel schaut anders um, das ist mir auch egal. Marokko ist jetzt Verbündeter von Brüssel, okay. Bin ich da vorhin verbündet gewesen? Wahrscheinlich. 98, 22, wie viel Geld hast du? Oh, du machst minus 38. Oh, von dir könnte man ja noch etwas holen. Aber du willst ja nichts von mir, also nächste Runde. Aber zeig mir doch bitte schnell das Krisengebiet. Denn, oh, du hast mir da mit Zerstörer angegriffen. Augustus Caesar hat Maria den Krieg erklärt. Hey, pass auf, lieber August, pass auf. Das hier ist meine Stadt. Verstanden? Meine Stadt, wie die zwei eigentlich auch. Und Ur werde ich dann auch noch befreien. Und dann schaust du dumm aus der Wäsche rein. Das sage ich dir also echt. Hey. Wieso muss ich noch warten? Weil Barbaren noch nicht gezogen haben. Genau. Okay.
Ich bin da. Sido. Nein, ist da unter Beschuss. Aber ich gehe jetzt da lieber mal noch schnell da rüber. Bleibe noch schnell da. Mit dir komme ich mal da runter. Bleibe schnell da. Mit dir. Ja, da tue ich einfach noch ein bisschen hin und. What the? Boah, da muss ich ein Auge getroffen haben. Was bist du für einen? Brüssel. Bist du für Österreich? Kann ich dich jetzt da. Wollte ich das? Nein, eigentlich wollte ich das nicht. Gehörst jetzt du zu Österreich oder nicht? Brüssel. Nein, du gehörst zu denen. Also interessiert mich das eigentlich nicht. Und du hast wie zu wenig Power. Zum irgendetwas machen. Dann tun wir das da mal noch reparieren, die Artillerie. Muss ich dann aufpassen, dass du mir nicht zuvorkommst. Du. Wenn ich da schiesse und dann mit dir schiesse, ja komm, das ist schon okay, das ist schon okay. Wenn du kommst von da, also das ist ja, also ich könnte jetzt zwar angreifen, dann wäre ich fast tot. Es würde eben gerade nicht länger, also gehen wir da wieder retour. Warten wir noch eine Runde. Du tust da noch schnell die Stadt besetzen, dann da warten wir. Da haben wir unser Schlachtschiff. Da machen wir nochmal gegen Einheiten. Komm auch mal da raus, um ein bisschen Präsenz zu markieren. Du kommst da raus, um Präsenz zu markieren. Denn du hast das repariert, so wie es aussieht. Dann reparierst du mir das nächste. Gut, das läuft ja. Baden kann das Forschungslabor bauen, natürlich. Ich wäre aber für so einen geilen Bomber, ganz ehrlich gesagt. Komm, mach den mal. Weil ich habe ja da noch das Forschungslabor. Ah nein, da habe ich ja schon das Forschungslabor. Dann machen wir da etwas anderes. Das Stadion brauche ich nicht, das Krankenhaus. Ja, da wirst du noch ein bisschen wachsen, das wäre auch okay. Aber ich wäre eben fast noch mal für so ein. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Das Schlachtschiff, da haben wir es. Geben wir noch das zweite. Du Infanterist, kannst bis da hinkommen. Jo, mach das. Ja, nein, mach das nicht. Geh du wieder retour, wir müssen da mal sein. Du bleibst schon mal da, falls da irgendetwas schief geht. Geht zwar nicht schief, aber wir wissen nie. Alle haben den Krieg erklärt, jetzt verbündet mit Byblos, das haben wir ja gesehen. Chiasso liebt den König, so wie es sich gehört. Und Telemon, nice. Du hast mich angegriffen, bist selber schuld. Wo ist jetzt plötzlich der August mit seiner Einheit? Hat er da einen auf Selbstmordkommando gemacht, so wie es aussieht. Ja, warum nicht? Ich meine, man kann mit einem Flugabwehrgeschütz eine Stadt angreifen. Das funktioniert. Selten, aber ist auch schon vorgekommen. Haben wir bei mir. So, komm, ich will weiterzocken. Ich will da endlich. Alex, mir, ich muss da etwas machen. Hey, du hast auch schon umgeholt. Nicht gut. Okay, zuerst schiessen wir. Zweimal auf Melbourne, dann kannst du mal angreifen und komm, du jetzt nicht will, wir greifen an. Und, wo ist jetzt die Stadt? Jetzt habe ich nicht geschaut. Was hast du? Färbemittel, Öl, Aluminium? Du wärst eigentlich eine geile Stadt, um für mich zu haben. Für, ja, okay. 9 Runden lang hätte ich dann Unzufriedenheit. Okay, warte schnell, wenn ich Marionetten mache, haben wir minus 12, da sind wir immer noch gut drin. Ja, komm, wir tun hier Marionetten erstellen und tun in Delemont etwas Gescheites produzieren. Wie jetzt wollte ich endlich mal die Kaserne. So, da müssen wir rüber jetzt mit allem, was wir haben. Weil den ersten Krieg geht es dort hin. Du kannst in die Stadt heilen jetzt. Das ist noch viel, viel effizienter. Schauen wir da, was du hast. Du kannst hier nämlich nicht rein, dann lassen wir dich auch nicht rein. Du bist immer noch, wo du bist. Da haben wir Reparaturen im Werk. Quebec, Salzburg. Also eigentlich muss ich zuerst Ur angreifen. Dann muss ich aber 2 Frontenkrieg machen. Und gut, ich meine, euch alle, die habe ich innerhalb von 5 Sekunden
versenkt. Da habe ich eigentlich keine Angst. Also, dann gehen wir mit euch mal richtig ab. Du bist ein Bautrupp, aber welcher? Ich sehe es gerade nicht. Ah, der. Okay, mach hier noch schnell eine Eisenbahnschiene. Dann machst du hier noch eine, dann ist das verbunden, wobei das macht ja irgendwie keinen Sinn. Nein, mach es gleich, ist egal. Das Landfahrzeug, das ich hier übernehmen kann. Dann haben wir hier nochmal eins. Da komme ich einfach nicht hin. Ah, aber hier. Da finde ich eine gute Idee. Du bist der in Wien, oder? Ja, der bleibst. Dann haben wir hier unseren Jäger abfangen. Luftsäuberung abfangen. Kampfstärke oder gepanzerte Einsatzreichweite. Dann mach hier mein Spaß. Und dann kannst du ja hier Luftsäuberung machen. Warte, was ist jetzt das gegangen? Abfangen, mach mal das. Das ist gut. Die Artillerie ist parat. Da komme ich. 1, 2, 3, von daher kann ich das machen. Dann kommen wir hier mal runter. Das ist okay, dann bleibt mal. Du kannst hier noch rauskommen. Einfach so, dann bleibst du auch. Kubi, willst jetzt du jetzt hier runter oder willst du hier rüber? Ich glaube, Ur zu befreien wäre fast wichtiger als Quebec. Also gehst du da über. Gut. Du kannst bis da hoch. Dann geh doch gerade bis da hoch. Nice. Welche Infanterie will jetzt wieder etwas? Du kommst da runter. Und du bist sicher noch nicht gefahren. Du kannst auch bis da runter. Dann anstehende Sitzung, Ordnung, Katholizismus. Ja, das schauen wir dann. Oh, es hat eine Einheit gegeben. Da schaust du anders um. Da Belgrad strebt nach Kultur. Da bin ich jetzt sicher besser drin als auch schon. Ah, da, die Einheit haben wir bekommen. Was auch immer das war, ist wahrscheinlich ein Landfahrzeug. Gut. Aber warte, jetzt muss ich da gleich noch einmal schnell schauen. Es interessiert mich jetzt. Wie viel Kultur machen wir? Ah, sehr gut. Überall steigt es langsam. Aber ja, wir sind eben eigentlich wirklich noch nie. Wie sieht es denn hier aus? Schau mal, so viel Zufriedenheit hat nur Mayas. Gut, die Österreicher sind auch fast so wie wir. Aber hey, wir machen auch 127 Tourismus. Wow. Wow, da bin ich jetzt gerade schnell ein bisschen sprachlos. Und ich danke vielmals, dass du da dabei warst. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder. In dem Sinn, cheers.